Jetzt kommt eine kleine Fantasie in Moll, eine Fantasie in Moll. Jetzt kommt eine Fantasie in Moll, eine Fantasie in Moll. Jetzt kommt eine kleine Fantasie in Moll, eine Fantasie in Moll, Moll. Irgendwann auf, meine Arme sind taub. Die Wohnung stinkt entsetzlich und das Licht geht nicht mehr. Mein Mund ist voll Blut und Eiter. Sie haben mir die Zähne ausgeschlagen und irgendjemand hat mir die Beine gebrochen. Ich kriech durch die nasse Wohnung. Auf dem Herd liegt mein Hund. Sie haben ihn getötet und in ihre eigene Kotze geschmort. Irgendwo hat es gebrannt. An der Pinnwand hängt ein blutiges Menschenohr. Meine Hände sind verstümmelt. Sie haben sie an den Herdplatten geröstet. Ich bin in der Hölle. Hier ist die Hölle, die Hölle, die Hölle. Jetzt muss ich auch nochmal. Ich schlepp mich mit gebrochenen Beinen aufs Klo. Sie haben sämtliche Armaturen rausgerissen und überall hingepisst. Das einzig Heile ist der Spiegel. Warum haben sie nur ganz gelassen? Ich zieh mich am kaputten Waschbecken hoch, gucke hinein und sehe es. Mein Gott, was haben sie nur getan? Sie haben mir Drähte in den Kopf gestochen. Mein ganzer Kopf ist voller Drähte. Selbst in den Ohren und in der Nase stecken sie. Schöne, blanke Drähte. Sie führen alle in die Steckdose. Ha! Doch es gab vorher einen Kabelbrand und die Steckdose ist tot. Das wussten sie nicht. Noch lebe ich, doch komme ich nicht mehr weg. Mit meinen gebrochenen Beinen und dem tauben Arm. Irgendwann am Morgen wird der Hausmeister kommen. Irgendwann kommt das halbbesoffene Biest mit seinen schwieligen Pranken und wird die Hauptsicherung wieder reindrücken. Er wird sie reindrücken! Er wird sie reindrücken! Und dann werde ich verglühen! Und dann werde ich verglühen! Ich verglühen! Supernova, eine Supernova mit Blut im Stuhl, ich verglühe. Ich muss bald sterben, sterben, sterben. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.